Es ist soweit, Leute. Nach 3 Wochen riesig viel Spaß endet unsere gemeinsame Reise hier. Und wir freuen uns trotzdem, glaube ich, aufs große Finale von Love Island. Woo! Beinahe jeden Tag haben wir uns das jetzt reingezogen. Wir haben mitgelitten, wir sind vor Langeweile gestorben, wir haben sehr oft weggecringed und trotzdem sind wir noch hier und wollen jetzt auch noch wissen, wie geht das ganze Drama zu Ende. Es gibt eine Live-Sendung, das kann ja nur gut werden. Und wir gönnen uns das alles und genießen es. Wer sich das Ganze aber noch reinziehen will, kann es auch gerne machen auf RTL Plus. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ihr wisst, wie es läuft. Diesen Kanal hier abonnieren. Wir haben, Leute, irgendwie 400 Abonnenten gestern gemacht. Was ist hier passiert? Habt ihr zugehört? Egal. Abonniert den Kanal, damit wir die 100.000 voll kriegen. Und dann schauen wir mal direkt rein, wie es losging. Herzlich willkommen zum Finale von Love Island 2023. Live aus Griechenland. Schön, dass ihr da seid. Oh mein Gott, ich kann es jetzt sofort schon nicht. Das ist mir schon wieder zu viel. Sebi auch so, was passiert hier? Cool, oder? Ja, lass doch direkt mal kurz mit so einem Funkenregen loslegen. Ah, schön. Mit mir und mein Mann in meinem Ohr. Ah, immerhin selbstironisch ist ein bisschen. Ja, ja. Die wissen sie alle und dann nimmt sie es mit Humor, zum Glück. Letzte Woche mitbekommen, dass ich ganz komische, geheimnisvolle Stimmen im Ohr hatte. Aber die haben wir natürlich ab sofort abgestellt. Oder Regie? Ja? Stimmt das? Ja, dann ist es. Oh mein Gott, wie sie jetzt auch noch ganz kurz gewartet hat, bevor sie richtig gekünstelt loslacht. War ein Hammer-Gag und es ist auch so... Wir gucken uns einfach die Folge an, oder? Ja, das ist... Abby, wo bist du? Hier! Ja, wo hier? Oh mein Gott, es gibt mich jetzt in dieser Folge natürlich wieder Calls mit der Family und es ist zum Glück kein aufgenommenes Video, sondern die können wirklich miteinander quatschen. Das finde ich auch immer viel besser als so ein aufgenommenes Video. Auch, wenn es nicht immer so geil ist, aber immerhin... Komm, ein bisschen Wirbel rein, ne? Ich bin ja sowieso sehr emotional und dann siehst du da deine Familie, die du lange nicht gehört, gesehen hast und es gibt nichts Schöneres. Und dann lernen sie jetzt auch noch den Leandro kennen. Das muss auch toll sein. Ich finde es auch mal schön, über so ein Videocall mit der Familie die erste Berührung zu haben im Fernsehen. Und der denkt sich bestimmt auch so, okay, hi. 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 Das ist mein Dad, meine Mama. Hallo Leandro. Hallo. Freut mich, schön. Ihr wisst doch bestimmt schon so viel mehr über mich als ich über euch. Das ist ja auch immer schön beim Kennenlernen. Ja, mein Papa ist schon sehr kritisch bei meiner Männerwahl, aber du hast den Test bestanden. Und das konnten die jetzt nach einem 5-Minuten Videocall sagen? So kritisch kann der Vater dann gar nicht gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall, Efis Familie mal live kennenzulernen. Boah, du wirst so viel Spaß haben mit meinem Papi. Und das klingt jetzt irgendwie falsch. So ein bisschen, oder? Natürlich kriegt aber nicht nur Efi jetzt einen Call, sondern halt alle Islander. Es gibt zum Glück nur noch 6. Das bedeutet, es wird jetzt nicht allzu lang sein, aber wir ziehen das durch. Telefon! Ey, seid doch bescheuert. Hey, Leute! Oh mein Gott, das ist aber auch ein bisschen viel. Habt ihr irgendwie einfach alle eingeladen, die ihr kennt? Da ist aber richtig viel Trubel vor der Kamera. Da kann man sich doch gar nicht konzentrieren. Da kommt doch gar kein Gespräch zustande. Sein Auge glänzt. Also, dann weiß ich, dass er glücklich ist. Oh, das ist aber auch wieder ein bisschen süß. Und die Mutter so, oh, ich vermisse mal Leandro. Und Efi freut sich, Leandro freut sich, alle freuen sich. Wir freuen uns auch, ja. Und als Nächste? Laura! Da schreit jemand. Nee. Doch. Laura! 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 Stell dir mal vor, die bleibt einfach sitzen. Nee, ihr verarscht mich. Nee, ist schon gut. Und dann ist der Call einfach wieder vorbei. Ja, Laura, da muss jetzt eigentlich mal hin. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ich finde das Match halt komplett. Ich finde es richtig schön. Und ich finde auch voll schön, so zu sehen, wie ihr miteinander seid. No, und die beste Freundin sieht das auch, dass das auch ein schönes Match ist und ein schönes Pärchen und die irgendwie komischerweise dort zusammenpassen. Aber sie war auch so, keine Ahnung, wie das passiert ist. Keine Ahnung, aber ich bin froh, dass ihr froh seid. Solange die happy sind... Sehr gut. Du machst einen Abstecher nach Regensburg, oder? Und dann komme ich nach Regensburg, dann hast du ja auch Geburtstag, dann bin ich sowieso dort. 15. Oktober, ne? Ja. Oha, wie jetzt schon was? Wow, ja. Ich hab so viel von dir erzählt. Und der weiß schon alles über ihre beste Freundin. Und sowas sieht man ja auch irgendwie nicht bei Love Island. Also ist natürlich auch für einen Zuschauer super langweilig. Aber die haben ja so krass viele Gespräche und viel mehr Gespräche, als was wir eigentlich immer sehen. Und da frage ich mich aber auch manchmal, warum bekommen wir eigentlich als Highlights immer nur diese langweiligen Sachen? Also denke ich mir so, die können doch nicht nur den ganzen Tag über so langweiligen Kram reden, den wir dann immer sehen, wo wir uns denken, ja, und ein bisschen rumgeknutscht ist. Sondern da muss ja eigentlich viel mehr sein,
was wir nie zu sehen bekommen. Deswegen manchmal denke ich mir so, eigentlich sollten wir auch mal in so einer Sendung sein, einfach nur, damit wir wissen, wie es wirklich da ist und wie es wirklich abgeht und wie die Paare sich wirklich kennenlernen, wie wirklich das Bild ist, wie wirklich... Okay, wir rasten jetzt hier mal nicht aus. Ruhe. Mich einfach echt hart zu sehen, dass alle so schöne Unterstützung haben und so Familie haben, die hinter einem steht. Ich verdränge das immer voll. No, das ist, weil sie nicht mehr so viel Familie hat, sagte sie. Also ihr Vater ist schon gestorben, ihre Mutter wissen wir jetzt nicht. Aber es ist so, ja, es muss natürlich dann hart sein, wenn auch alle die Familie rastet aus und dann siehst du nur deine beste Freundin. Ja. War noch im Fernseher zu sehen, mein Papa, meine Mutter und meine zwei besten Freunde, Leon und Luis. Mein bester Freund heißt auch Leon. Oh mein Gott, da wäre ich ja raus. Also wenn ich einen Menschen kennenlerne, der so heißt wie ich, bin ich immer so, ciao. Ich hatte das auch mal in meiner früheren Schulklasse. Da hießen zwei Jungs, hatten den gleichen Namen, die haben sich kennengelernt, waren sofort, wir haben den gleichen Namen, das müssen beste Freunde sein. Und ich war so, hä? Das gibt gar keinen, warum, wieso? Aber sowas passiert anscheinend. Wir haben alle die gleichen Knacks in der Birne. Wir haben oft Public Viewing gemacht, die ganze Nachbarschaft eingeladen. Ja, ja. Total lustig, ja. Total lustig. Vor allem die Sachen in der Private Suite. Und die ganze Nachbarschaft war da, schön auf der großen Leinwand mit dem Beamer. Und alle haben hoffentlich vorher sehr viel getrunken, dass sie das nicht mehr richtig registriert haben. Danny, komm. Wäre auch mein erster Gedanke. Das wäre ein bisschen too much. Ich denke auch so, warum schreien die alle meinen Namen? Oh mein Gott! Ja, bei Luca ist noch mal mehr. Was hat man da in der Private Suite gesehen? Nicht viel, oder? Ein Zelt! Oh mein Gott, und vor allem die Oma saß da einfach. Die weiß bestimmt so, haben die wirklich gezeltet dort? Hoffentlich denkt sie das. Bitte, Omi, denkt, dass die gezeltet haben. Wir haben uns unter der Decke gestreichelt. Eine Person wird allerdings so ein bisschen bestraft, und warum auch immer, weil für die gab es irgendwie keine Videobotschaft oder kein Videocall. Warum? Es ist halt schon hart zu sehen, dass alle Videos bekommen und ich nicht. Und wieso nicht? Also ist ihre Familie steht nicht... Vanessa, sie hat doch ihre Zwillingsschwester. Warum ist Vanessa nicht wenigstens am Telefonieren? Das ist ja... Hä? Naja, diese Tränen müssen wir jetzt aber ganz schnell verdrängen, weil es geht direkt wieder zu einem Spiel. Das legendäre Hochzeitsspiel bei Love Island. Ja, mach mal, ne? Leon, du kannst doch lesen, ne? Lies mal vor. Jo, mach ich doch gerne. Ich hab noch nie vorgelesen. Wir sind so schlecht dafür wahrscheinlich. Ich glaube auch. Und ich glaube, es war eine sehr weise Entscheidung von Love Island, nicht Luca oder Jenny so einen Text vorlesen zu lassen. Das würde doch ewig dauern. Unser Parcours des Herzens. Von der Liebeserklärung über die Traumhochzeit, weiter zum Kinderkriegen bis hin zum gemeinsamen Rentenalter. Und dann sitzen die da und machen Fotos und lachen und haben Spaß und für Zuschauer wieder so, also manchmal denke ich mir bei diesen Spielen so, why? Why? Aber es gab ein paar okay Szenen. Was sagt eine? Es ist gut. Riesenarsch, der passt nicht rein. Deswegen einfach nicht einfach die Hochzeitskleider online kaufen, sondern schon mal im Laden anprobieren, damit du weißt, dass auch der Hintern reinpasst. Ich weiß noch damals, wie wir bei Love Island waren, jung und knackig. Wie das all die Jahre aushalten konnte, ist meine Frage. Oh mein Gott, das müssen wir uns jetzt viermal reinziehen. Ich liebe ein bisschen die Lache von Laura, dass es irgendwie kein Lachen ist, sondern ein, weiß ich nicht, einatmen, ausatmen und dabei einen Ton von sich geben, ist schön. Ja. Ich will. Ich hab noch gar nicht gefragt. Achso. Mein Spaß. Okay. Bitte macht irgendwann auch so einen Moment. Leandro will sich einfach nur jetzt zur Schuhe zu binden und Evi, ja, ich will. Und Leandro so, was willst du? Was willst du? Was redest du da? Laura und Leon. Oh na, aber da passt doch ja gar nicht rein. Leon, da kommt der Rücken richtig zur Geltung. Ja, was macht ihr eigentlich? Oh mein Gott, wie witzig. Und die beiden sind einfach so, komm, wir machen den Gag jetzt einfach. Du ziehst das Kleid an und ich den Anzug. Und boah, da finde ich aber, da haben die beiden den gleichen Humor, finden es beide funny und machen einfach. Und das finde ich geil. Kann man so bildhübsch sein wie du? Eine richtige Wuchtbrumme ist er. Oh mein Gott, wie die Spaß haben. Also da, okay, jetzt gerade habe ich mir gedacht, okay, bitte lass die einfach gewinnen. Das fand ich jetzt cool und witzig, wirklich. Das war mal so eine Challenge, wo man sich denkt, das haben die wirklich mit Humor genommen. Danke. Ach ja, ich glaube, unsere Couples werden die Spiele vermissen. Ich werde die Spiele vermissen. Ich auch. Elena, wie sieht's bei dir aus? Nein. Und ich liebe einfach Elenas Ehrlichkeit. Nein, das
Zum Glück nicht. Da bin ich lange drüber hinweg. Da habe ich auch einige Therapiestunden für gebraucht. Jenny ist damals mit ihrer Zwillingsschwester Vanessa in die Villa eingezogen und wurden dann vom Schicksal getrennt. Und jetzt ist sie auch noch leer ausgegangen bei diesen Videocalls. Oh, das tut mir so leid. Und da mussten wir natürlich ein bisschen trösten. Moderationsgenie Silvi. Und jetzt ist sie natürlich super traurig gewesen. Oh, das tut mir so leid. Das hat sie sehr überzeugend drüber gebracht, oder? Aber es gibt jetzt doch noch die Überraschung für Jenny. Jenny? Was? Oh mein Gott, geh mir weg. Jenny? Wann? Wo bist du? Jenny? Jenny, hörst du mich? Ja, wo bist du? Sie ist quasi im Fernsehen. Nur du kriegst halt leider kein Video, sondern nur einen Telefonanruf. Damit muss jetzt leider klarkommen. Dass du nicht da bist. So darling, darling, stand. No, oder doch mehr. Oh mein Gott, jetzt kommt Vanessa rein und überrascht Jenny und dann ist sie glücklich und sweet. Ja, bewusst, wir werden jetzt da machen. Ja, okay, es war schon. Also, es hat mich auch ein bisschen abgeholt. Man hat richtig gemerkt, wie Jenny ihre Zwillingsschwester vermisst hat. Sie war die ganze Zeit so, boah, ich habe immer Kontakt mit ihr jeden Tag und ist meine Zwillingsschwester und bam. War cute. Richtig süß. Ah, oh, wie süß. Mega. Du bist echt einer der nervigsten Menschen, die ich kenne auf der Welt. Aber genauso lieb habe ich dich mit. Und das ist echt scheiße. Na, oh, okay, das ist aber auch schon ein bisschen super süß. Allerdings müssen sie dann auch noch Pläne für danach schmieden. Hat dir was an der Backe gegeben? Sie kommen bei uns mit dem Bitchluffer im Hotel. Ja. Kein Problem, ey. Kein Problem. Luca so, ja, dann schlafe ich mit beiden Girls im Bett. Das mache ich. Mache ich wirklich. Oh mein Gott. Ich habe gehofft, dass wir diese ganzen Zwillings-Sex-Sachen los sind. Doch nicht. Überraschend, aber ich habe es nicht anders erwartet. Natürlich muss dann allerdings Vanessa kurz darauf schon wieder Love Island verlassen, weil es ist ja nur ein Kurztrip und sie kann gehen. Okay, war schön mit dir, Tor. Ja, schön, das schaffen wir, ist okay. Kannst du zumindest in Griechenland bleiben? Wo soll ich in Griechenland bleiben? Verpiss dich mal, als ob ich in Griechenland bleibe. Ciao, wer bin ich denn? Und zack, fliegt sie wieder weg. Und da habe ich dann ganz kurz gefragt, Moment, ist Vanessa nach Deutschland geflogen, als sie rausgeflogen ist? Wurde jetzt nach Griechenland zurückgeflogen, damit sie da für 5 Minuten ist und dann wieder zurück nach Deutschland zu fliegen? Oh mein Gott, also dann, da hätten sie das mit der Überraschung vielleicht auch lassen sollen. Naja, tatsächlich ist jetzt auch der ganze Love Island-Kram an sich vorbei. Also wir sehen nicht mehr die Villa und gar nichts mehr. Es geht jetzt nur noch Richtung Live-Show, weil da auch das Finale stattfindet und... Sie waren Couple seit Tag 1 und let's be honest, wir hätten sie alle keine 3 Tage gegeben. Aber heute sagen sie sogar, wir lieben uns. Oh, sie sprechen über Leon und Laura und die beiden kommen jetzt auch. Wie sieht das aus für euch heute Abend? Tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben den Vollmond überstanden. Stimmt. Vollmond ist natürlich immer gefährlich. Ja. Denke ich mir, jeden Vollmond so, oh mein Gott, schon wieder Vollmond. Ah, ich bin nicht verkappelt, dann ist es auch nicht gefährlich. Vergesst es mal bei Laura, dass sie da sehr, sehr dran glaubt, dass sie sehr, sehr viel Einfluss von irgendwelchen Sachen interpretiert, der ja eigentlich nicht da ist. Aber ist okay. Kurz darauf folgten dann allerdings doch noch mal ein paar Sachen, die ich komplett schon wieder ignoriert habe. Es gibt die Liebesbriefe, Leute. Und die Liebesbriefe finden nicht in der Live-Sendung statt, sondern auch noch mal in der Villa. Warum stehen die eigentlich mitten in der Wiese? Das weiß keine Sau. Ja, und es läuft immer gleich ab, Leute. Die Liebesbriefe werden jetzt auf dieser Brücke vorgelesen. Oh mein Gott, liebe dich, du bist voll toll. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier die Liebe finde, bla bla bla. Und ab diesem Punkt geht die Folge noch 1 Stunde und 10 Minuten. 1 Stunde und 10 Minuten ballern die jetzt noch Kram daraus. Und jetzt kommt das Beste. 30 Minuten davon war Werbung. Das war anstrengend, Leute. Ja, und wir machen uns jetzt bereit auf die Liebesbekundungen von Efi und Leandro. Und dann kommen natürlich auch Jenny und Luca. Gut, ich dachte, naja, dann ist es halt so, ihr könnt jetzt zu Hause erstmal weiter voten. Ich dachte. Dauernd versemmeln. Also, wie geht das? Alle, jede Live-Sendung, solche Fehler, ganz viele dabei. Das ist so, why? Aber ja, es wurde da in die Werbung geleitet. Wir haben doch nicht die Liebesbriefe mitbekommen. Wir gucken uns auch hier auf diesem Kanal die Liebesbriefe nicht an. Es ist super langweilig. Und dann kam sie aus der Werbung auch wieder zurück. Ich sage meinen Text.
herzlich willkommen zurück im Liebesrausch. Oh mein Gott, immerhin wieder ein bisschen Selbstironie dabei. Allerdings habe ich mich da ganz kurz gefragt, die Islander wissen ja, glaube ich, nichts von diesen ganzen Fauxpas und von den ganzen Pannen. Und die denken sich doch wahrscheinlich so, Alter, was geht hier ab? Was ist das hier? Die müssen doch vollkommen verwirrt sein. Oh, mir fällt ein, Leute, doch, einen Teil von dem Liebesbrief kriegen wir doch noch mit, weil das war ja jetzt super romantisch hier. Und als wir Gespräche geführt haben, verlor ich mich komplett darin. Hm? Langsamer. Hallo. Lies bitte den Liebesbrief langsamer vor, Jenny. Ich will die gesamte Romantik einsaugen. Ja, egal. Wir sind hier wahrscheinlich, wie die Gleichsendung hier, komplett durcheinander. Wir kriegen ja gar nichts mehr geregelt. Das schieben wir alles beiseite. Wir kommen jetzt zum großen Finale, die große Verkündung. Wer hat Love Island gewonnen? Und die Spannung ist wahrscheinlich da. Bei wem schlägt gerade das Herz am lautesten? Bei allen, würde ich sagen. Ja. Hört ihr das auch? In diesem kurzen Moment auch so, aber das ist gerade eine Antwort. Sollen wir antworten? Wir alle sind gerade sehr angespannt und das Herz schlägt. Man sagt immer, Liebe ist alles. 50.000 Euro sind auch viel Geld. Ja, das ist ein bekanntes Sprichwort. Tatsächlich kann ja das Gewinnerpaar 50.000 Euro gewinnen. Und das klären wir auch nochmal später. Zuerst klären wir allerdings Platz 3. Evi und Leandro. Glückwunsch, ihr Lieben. Haben wir auch eigentlich so erwartet. Und wer hat jetzt gewonnen? Jenny und Luca! Das kam nicht ganz unerwartet, aber ich war eher jetzt gerade bei Laura und Leon, auch wenn Leon so ein bisschen, aber ja, Glückwunsch. Oha, krass. Und mit so einem Vorsprung haben die gewonnen, 53%. Sogar dass Evi und Leandro und Laura und Leon nur 7% auseinander. Oh, krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Es gibt jetzt allerdings noch die Briefumschläge. 50.000 Euro und 0. Ja, und nur einer kann quasi gewinnen. Dann muss sie oder er entscheiden, behalte ich 50.000 oder teile ich das Geld? Wenn ihr das Geld teilt, dann ist es die wahre Liebe. Oh, hätte ich das mal vorher gewusst. Wenn du Geld teilst, 50.000 Euro mit jemandem, ist es die wahre Liebe. Ja, und einer hat den 50.000 Euro Umschlag. Ja, ich denke, wir haben die Reise hier zusammen gut gemeistert. Und wir haben das zusammen verdient. Deshalb teile ich es natürlich mit Jenny. Oh mein Gott, und das bedeutet, sie sind die wahre Liebe und sie haben gewonnen. Und Gott, war das Finale unspektakulär langweilig. Aber so war ja auch ein bisschen die Staffel, ne? Leute, und ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr die Staffel trotzdem mit mir genossen habt, dass ihr Spaß hattet, dass ihr geklickt habt, dass ihr geliked habt, dass ihr was auch immer gemacht habt. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Wir sind beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich hoffe, ihr seid auch morgen, früher morgen, bei den nächsten Videos mit dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare, hier könnt ihr alles dran draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!